Mann, was für ein schöner Tag heute. Dann wollen wir mal gucken, was heute so im Fernseher läuft. Und anmachen. So, dann machen wir mal weiter mit dem Wetter. Das Wetter beträgt momentan in Brookhaven minus 5 Grad. Und der Schnee hat eine Höhe von über 5 Zentimetern. Oh Mann, ey, das ist langweilig. Das interessiert keinen. Ich guck lieber ein paar YouTube-Videos. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Lami hat die 200.000 Abonnenten? Wow! Das muss ich sofort Lami zeigen, Lami! Ich komme! Oh Mann, ich muss sagen, die Nachrichten heute sind wirklich ziemlich interessant. So interessant waren die wirklich lange nicht mehr. Wow, ey, yo, Banani, was machst du denn da? Du kannst doch nicht einfach in mein Haus reinfahren. Ja, und doch, Lami, das kann ich. Hast du nicht mitbekommen, was schon passiert ist? Ja, was denn? Wovon redest du, Banani? Ja, na, schau mal, du Pommeskopf. Du hast die 200.000 Abonnenten erreicht. Oh, das meinst du also? Naja, wie soll ich sagen? Das habe ich heute Morgen schon herausgefunden. Was? Wirklich? Kommt auch ein Abonnenten-Special? Ja, Banani, das kommt auch. Und ich habe auch schon längst aufgeschrieben, was ich als Abonnenten-Special mache. Oh, wirklich? Na, wenn das so ist, dann gehe ich halt. Ciao, Banane. Hey, nimm sofort deinen Schlitten mit. Oh Mann, immer diese blöden Bananis. Aber Freunde, ihr habt richtig gehört. Wir haben wirklich endlich die 200.000 Abonnenten erreicht. Und Leute, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke. Das ist einfach wirklich zu krass. Wir haben dieses Jahr 2022 nicht nur die 100.000 Abonnenten geknackt, sondern direkt auch noch die 200.000. Und das Krasseste, Freunde, ist, wir haben heute auch noch Weihnachten. Also ein schöneres Weihnachtsgeschenk hättet ihr mir gar nicht machen können. Und Freunde, natürlich habe ich überlegt, was mache ich als 200.000 Abonnenten-Special? Und da so viele in die Kommentare geschrieben haben, hey Lami, mach mal eine Roomtour, Lami, zeig mal dein Setup, Lami, wo nimmst du eigentlich deine Videos auf? Gibt es jetzt endlich eine kleine Roomtour. Also Freunde, nochmal ein dickes Dankeschön geht raus an die ganze Lami Army. Jeder, der diesen Kanal abonniert hat, jeder, der die Videos liked, jeder, der die Videos kommentiert. Danke, danke, danke. Ich würde auch sagen, jetzt habe ich mich genug bedankt, genug gebabbelt. Jetzt seht ihr endlich die Roomtour. Let's go. Und Freunde, da wären wir auch schon und ihr seht auch schon, da ist auf jeden Fall der interessante Teil. Den gucken wir uns gleich an. Hier haben wir auch was Interessantes und zwar ein Whiteboard. Hier schreibe ich eigentlich immer meine Videoideen auf, aber wie wir sehen können, ja, hier sind auf jeden Fall keine Ideen. Also deswegen schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare eine Videoidee und vielleicht steht die dann hier an der Tafel. Und wer das hier hingeschrieben hat, weiß ich auch nicht. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem Teil, der euch am meisten interessiert. Und zwar mein Gaming-Bereich. Und okay, und Freunde, jetzt müsst ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, bei einer Skala von 1 bis 10, wie findet ihr mein Setup? Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall nochmal, was wir hier alles haben auf meinem Tisch. Als allererstes meine Nintendo Switch, die ist sehr heilig. Ich bin ein richtig großer Nintendo-Fan, ob Mario oder Pokémon. Ich liebe alle Spiele auf der Nintendo Switch. Habt ihr auch eine? Schreibt es mit in die Kommentare. Gehen wir hier weiter, hier haben wir auf jeden Fall mein iPad. Auf dem iPad gucke ich eigentlich immer nur meine Anime-Serien und ja, für nichts anderes benutze ich das. Und hier haben wir jetzt auf jeden Fall meinen Bereich, wo ich die Videos aufnehme, wo ich streame. Und das sieht eigentlich mittlerweile ganz cool aus. Wir setzen uns hier mal auf den Stuhl hin und dann sieht das von meiner Sicht ganz genau immer so aus. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr könnt auf jeden Fall mal reinschreiben, wie findet ihr meine Hintergrundbilder? Ich finde, die sind auch ziemlich fresh.
Die bewegen sich, wenn man ganz genau hinguckt, so ein kleines bisschen. Da seht ihr das? Ja. Das sind alles so Anime-Bilder, Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin ein riesen Anime-Fan. Hier haben wir irgendeine Tastatur, hier haben wir irgendeine Maus, irgendein Soundboard. Und da höre ich ganz, ganz gerne Musik, Freunde. Ich zeige euch mal, welche Musik ich hier gerne höre. Ich komme halt vor Hunger um. Lobby, mach mir ein Bananenbrot, egal ob sie gerade ist oder krumm. Lobby, mach mir ein Bananenbrot. Hier haben wir auf jeden Fall meinen Stream-Deck und das ist richtig, richtig cool zum Streamen, denn Freunde, ihr seht, wenn ich streame, dann habe ich hier auf jeden Fall mein Programm, womit ich das Spiel sehe und dann sage ich zum Beispiel, Leute, schreibt alle euren Roblox-Benutzernamen in den Chat und dann drücke ich ganz genau diesen Knopf hier und dann kommt das hier und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Hier rechts haben wir auf jeden Fall mein Headset, das ist kabellos, ganz, ganz wichtig. Falls ich mal im Stream pinkeln muss oder so, dann muss ich mein Headset nicht immer ausziehen, sondern ja, kann einfach direkt zur Toilette laufen. Hier haben wir auf jeden Fall mein Handy mit der richtig coolen Lamy-Hülle, Freunde. Die bekommen wir auf jeden Fall im Lamy-Shop, Freunde. Da drücke ich einfach mal diesen Knopf hier, zack. Und dann hier, Moment mal, da steht es gleich. Ganz genau, komm schon, bitte, jetzt, lami-shop.de, ganz genau. Freunde, hier haben wir dann eine kleine Wasserflasche, das ist ganz, ganz wichtig. Trink genug Wasser, Wasser ist gesund. Und hier haben wir dann auf jeden Fall einen Controller, damit spiele ich ein paar Spiele. Da haben wir noch so eine kleine Anime-Lampe und hier noch einen alten Laptop. Da sind auf jeden Fall noch meine Kopfhörer, die benutze ich jeden Tag zum Sport. Und da unten, ja, da sieht es jetzt nicht so gut aus. Das ist auf jeden Fall mein Computer, der sieht auch nicht so schön aus. Also da leuchtet nicht so viel, aber ich sag's euch, der ist eigentlich wirklich richtig gut. Und ja, ich würde sagen, Freunde, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fragen von meinem Discord beantworten. Moment mal. Hier haben wir den Discord-Server von mir. Der ist richtig, richtig cool. Viele Grüße an alle, die in meinem Discord sind. Moment mal. Ich schreibe jetzt hier, sagt alle Hallo für das YouTube-Video. Moment mal. Und okay, da sehen auf jeden Fall schon einige, dass ich hier im Discord bin. Ja, hallo YouTube, hallo. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die in meinem Discord sind. Freunde, falls ihr noch nicht da drin seid, dann müsst ihr auf jeden Fall reinkommen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Dort rede ich ganz oft mit euch und nehme mit euch Roblox-Videos auf für den Lami Gaming Channel. Und die Leute hier im Discord haben mir auf jeden Fall ein paar Fragen gestellt. Die werde ich jetzt auf jeden Fall beantworten. Deswegen switchen wir mal ganz kurz um. So, jetzt seht ihr mich auf jeden Fall vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Ich glaube, das wolltet ihr alle sehen. Und jetzt kommen wir auch direkt zu der ersten Frage. Und zwar lautet die, wie alt warst du bei deinem ersten Video? Und Freunde, mein erstes Video habe ich, oh Mann, das ist locker schon über 10 Jahre her, da habe ich so ein Fingerskateboard-Video gemacht. Also, ja, ich glaube, ich war da 8 oder so. Die nächste Frage lautet, wie heißt du in echt? Und ja, das ist halt so eine Sache, das werde ich euch auch nicht verraten, Freunde. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie heiße ich in echt? Ich heiße ja nicht in echt Lami, ich weiß nicht, gibt es den Namen in echt? Keine Ahnung. Aber es ist in Ordnung für mich, wenn ihr mich einfach weiterhin Lami nennt. Aber trotzdem bin ich gespannt, ob einer von euch meinen Namen in den Kommentaren richtig errät. Die nächste Frage lautet, auf welcher Schule warst du? Und Freunde, nach der Grundschule war ich auf einem Gymnasium, ja. Aber Freunde, meine Noten waren zwar nicht so schlecht, aber ich war halt einfach ein richtiger Quatschkopf. Deswegen habe ich die Schule gewechselt, bin runter auf eine Realschule gegangen und da war ich eigentlich ganz gut und da war es auch nicht so schlimm, dass ich so ein großer Quatschkopf war. Aber trotzdem habe ich nach der Realschule auf jeden Fall noch mein Abitur gemacht. Deswegen, Freunde, geht alle fleißig zur Schule und lernt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die nächste Frage lautet, kommen bald Real-Life-Videos, also Vlogs? Und Freunde, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, das wäre richtig cool, wenn Emily und ich so ein paar Videos machen, wenn wir im Urlaub oder so sind, so einen kleinen Vlog, auch wenn wir unsere Gesichter nicht zeigen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr sowas von uns gucken oder nicht? Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hätte auf jeden Fall mega Lust darauf. Die nächste Frage lautet, was ist das Teuerste, was du besitzt? Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viele teure Sachen oder so, aber das Teuerste, was ich habe, das seid auf jeden Fall ihr, Freunde. Das ist natürlich ganz klar. Warte mal, was ist mit mir? Ja...
Emily ist natürlich das teuerste und wertvollste, was ich besitze, aber ihr natürlich auch, die Lami Army. Die nächste Frage ist, was ist dein Hobby? Und Freunde, ich mache gerne Videos, ich zocke gerne, ich unternehme gerne was mit Emily, aber am liebsten mache ich eigentlich Sport, also ich gehe sehr, sehr gerne ins Fitnessstudio. Ihr seht, würde ich mal sagen, jetzt ein kleines Bild von mir, wie ich eigentlich so aussehe, weil so sieht man ja eigentlich nichts, weil ich immer lange T-Shirts trage. Die nächste Frage ist, wann verlost du wieder Robux-Codes? Und Freunde, da sage ich nur, bleib dran, vielleicht kommt da gleich noch einer. Ansonsten habe ich auf jeden Fall geplant, noch richtig, richtig viele Robux-Codes zu kaufen, damit ich die in meinen Videos einbinden kann. Und ich würde auch sagen, in meinem Lami-Gaming-Video, was auch heute rauskommt, befindet sich auch ein Robux-Code im Wert von 50 Euro. Deswegen check gleich auf jeden Fall noch meinen Lami-Gaming-Kanal ab. Die nächste Frage ist, was ist dein Geheimnis, Lami? Und eigentlich habe ich nicht so viele Geheimnisse, um ehrlich zu sein, aber ein Geheimnis befindet sich hier, und zwar hinter diesem Fenster. Das seht ihr jetzt nicht, aber wenn ihr wissen wollt, was sich hinter diesem Fenster verbirgt, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall bei diesem Video, sagen wir mal so, 7 Likes schaffen. Und dann mache ich vielleicht noch ein Video zu diesem Geheimnis. Und glaubt mir, Freunde, das ist richtig, richtig krass. Also lasst einfach einen Daumen nach oben da. Die letzte Frage ist, ist Emily sus? Und Freunde, manchmal, wenn ich hier in meinem Zimmer sitze und einfach Videos mache oder sowas oder zocke, dann kommt Emily einfach in mein Zimmer und macht irgendwelche susse Dinge. Aber für so einen Fall habe ich natürlich hier meine richtig, richtig coole Nerf-Pistole. Und dann mache ich einfach den hier und... Au! Also Freunde, zum Schluss kann ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank für die 200.000 Abonnenten. Das ist richtig, richtig krass. Damit hätte ich dieses Jahr wirklich gar nicht gerechnet. Ansonsten kann ich noch sagen, Freunde, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr verbringt alle eine schöne Zeit mit euren Liebsten und ihr sollt alle gesund bleiben. Das ist natürlich das Wichtigste. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu Brookhaven. Und hier sind wir auch schon, Freunde. Und Leute, ich hoffe wirklich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Und Leute, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, mögt ihr es eigentlich, wenn ich so Videos mache, wo ich vor der Kamera bin? Schreibt es jetzt unbedingt in die Kommentare und vielleicht gibt es dann mehr davon. Und ja, ich werde jetzt hier noch an Weihnachten erschossen von einem kleinen Mädchen. Na super. Und jetzt nochmal an alle Zuschauer, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Worauf wartet ihr noch, Freunde? Tut mir bitte den Gefallen und abonniert den Kanal, falls ihr das wirklich noch nicht getan habt. Und ich warne euch, Freunde, falls ihr es nicht tut, dann bekommt ihr keine Robux von mir. Also Leute, nochmal vielen, vielen Dank für die 200.000. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und, ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe noch ein kleines Geschenk für euch, und zwar einen Robux-Code im Wert von 50 Euro. Der erste, der diesen Code hier eingibt, bekommt, ja, 4.500 Robux oder so. Den Code kann man aber nur einmal auf der Roblox-Seite einlösen. Also die Person, die am schnellsten ist, bekommt auch die Robux. Aber wie gesagt, schaltet einfach bei jedem Video ein und dann habt ihr die Chance, noch mehr Codes zu gewinnen. Also Leute, ihr müsst auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren. Und auf meinem Zweitkanal, Lami Gaming, ist auch ein Robux-Code im Wert von 50 Euro versteckt. Also viel Spaß beim Suchen. Und Freunde, jetzt könnt ihr auf jeden Fall die letzten 2 Videos abchecken. Die sind auch mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!